Ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Auch in einem Let's Play ist man vor Terraforming nicht verschont. Leider. Ich meine, klar, ich könnte jetzt auch Hilfsmittel benutzen wie World Edit und irgendwas anderes, irgendwelche anderen Tools und einfach hier so bis zu einer bestimmten Ebene, die ich vorher abgucke, einfach alles weghaue. Und das Problem ist halt dann auch, dass ich die ganzen Items nicht habe. Und die Items hätte ich schon gerne, da wir sie ja schließlich auch hier unten für unseren Garten benötigen. Beispielsweise hier die ganze Erde, die wir holen. Wir müssen ja auch irgendwo wieder aufschütten und von daher lasse ich das mal. Dann müssen wir uns wohl einfach hier abquälen und ich meine, Mensch, wenn wir da mal eine Woche oder so nur basteln, es gehört einfach dazu, auch wenn es nicht lustig ist, aber was soll's. Es ist halt auch irgendwie ein Teil von Minecraft und da kann man nichts dran ändern. So, genug geschwafelt über Terraforming. So. Da. Und wir werden jetzt auch gleich schon mit ein bisschen mittelalterlicher Musik hier beglückt. Von daher sollte das ja passen. So. Dann hauen mal den ganzen Käse hier noch raus. Die ganze Erde. Dann können wir gucken, wie viele Stacks Erde wir jetzt eigentlich schon wieder haben. Weil ich glaube, langsam aus sicher sollten wir auch schon wieder ein paar Stacks Erde haben. Oder zumindest hoffe ich, dass wir sie haben. Aber ein paar Stacks Stein auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt hier schon einiges an Stein rausgeholt. Ja, sag ich doch. So, haben wir. Wir können auch gleich den ganzen Kies rausholen, dann widmen wir uns wieder dem Stein. Oder wollen wir zuerst die... Nee. Nee, holen wir zuerst die Erde raus. So. Gut. Erde, 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 Erde. Oh. Nächste Schaufel. Ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke hält eine Schaufel eigentlich aus? Es gibt ja so eine bestimmte Richtwert bei Minecraft, da halten, ich glaube, ein Diamant Schaufel hält over 1500 noch was Blöcke aus und andere Sachen halt nicht. Jetzt ganz grob gesagt, da gibt es ja auch große Unterschiede, die ich sowieso nicht verstehe, aber gut. Und ja, ich freue mich auch schon drauf, wenn wir es endlich mal irgendwann einplanen können mit dem Alchemiezeug. Das heißt so, sprich unsere Werkzeuge und Rüstungen verzaubern. Ja, das möchte ich auf jeden Fall auch noch machen. Aber wenn wir unsere Sachen verzaubern, muss ich ehrlich gestehen, es gibt ja wirklich Leute, die machen das dann so, sie suchen sich einfach den erstbesten Zauber raus. Meinetwegen haben sie jetzt irgendwie nur 3 Levelpunkte, also beziehungsweise 3 Erfahrungslevel gesammelt und denken sich dann, oh mein Gott, ich muss jetzt dringend verzaubern. Ich habe nichts anderes im Kopf. Ich muss jetzt irgendetwas verzaubern. Und denken nicht wirklich nach was. Und dann gibt es wiederum die Leute, die überlegen sich das, gucken sich in der Liste an, was es denn alles gibt von Leuten, die das wissen. Und aha, aha, dafür brauche ich vielleicht 55 Level. Das hält dann dafür richtig lange und ist dafür super gut. Und so mache ich das auch. Ich hole mir dann lieber erstmal, meinetwegen, oh Gott, 65 Level oder sowas, 65 EP-Punkte, das heißt die Zahl, die ihr unten seht, über dem grünen Balken. Und die ist dann halt einfach viel besser, wenn ich einfach mehr habe, weil dann weiß ich auch ganz genau, dass ich dafür auch etwas Besseres bekomme. Weil falls wir wirklich mal viele Diamantenfarmen finden sollten, werden wir auf jeden Fall auch irgendwie probieren, uns eine Diamantrüstung zu basteln, weil die ja doch auf jeden Fall ihren großen Sinn hat. Und uns noch unglaublich hilfreich sein kann. So. Ach, guck einer an. Schon wieder Kohle. Haha, sehr lustig. So. Dann hau mal raus das ganze Zeug hier. Oh Mann, wir haben schon wieder die Taschen voll. Hm, ärgerlich. So kriegen wir, glaube ich, gleich wieder hin. Wenn die Schaufel gleich flöten ist, sammeln wir einfach ein. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal setzen. Oder wo ist die Sonne? Ja, die Sonne geht die gleich mit da. Von daher.
So. Und Ebene fertig. Jetzt müssen wir irgendwas wegschmeißen. Ach komm, weißt du was? Die Schaufel hier, die kannst du eh in die Tonne kloppen. Die ist hier schon fast weg. Da sammle ich mir doch viel lieber die ganze Erde auf. Die ist doch viel schöner. Und die werden wir auch viel eher gebrauchen. Na super, und schon ist voll. Naja, komm, auf die paar Stücke kommt es jetzt auch nicht mehr so drauf an. Dann würde ich sagen, geht's wieder runter. Hä? Ach, hier. Ich bin völlig verwirrt. So. Nee. Rübs. So. Und wieder ein wenig über die Zombies lustig gemacht. Wie immer halt. Aber Mensch, wo sind die denn? Also sag mal. Ich glaube, die sind hier oben irgendwo. Das. Nee. Die sind. Das weiß ich gleich. Wir müssten uns so circa hier nach oben graben, dann wüssten wir, wo sie sind. Aber das mache ich aus Prinzip nicht. Weil ich jetzt schon weiß, mir fällt dann die ganze Decke auf den Kopf und. Ah, es wird sowieso gerade dunkel, aber habe ich jetzt auch keine Lust neu anzufangen. Da gehen wir doch lieber schön mal pennen. Ne. Du, 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 du. Bei leichter Marschiermusik, aber was soll's. So. Gute Nacht. Du, 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 dum, dum. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. So. Ja, ja, ja. Röchel bitte wen anders voll. Hallöchen. So, unseren Hühnern geht's gut. Unseren Schäfchen sowieso. Hm. Ich glaube, die Stelle, die wir uns zum Basteln unseres Hauses ausgesucht haben, erfordert ein wenig mehr Arbeit, als mir gerade lieb ist. Glaube ich. Und schon wieder höre ich Zombies, ihr wollt mich doch alle veräppeln. Und ich merke das und ich sehe, dass irgendwo Viecher sind, aber die sind unter der Erde. Na? Oh nein, Erde. Komm mit, du kleines Erdblöckchen. So. Hier unten. Sag mal du. Ach so. So. Ich glaube, das könnte jetzt sogar wieder für zwei Bahnen hier reichen. Wäre jedenfalls ein wunderschöner Traum, wenn. Aber das sollte eigentlich auch gut möglich sein. Na, 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 na. Da, 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 oh, da. So. Und hier und, ach, wir haben es ja gleich schon. Ja, auf jeden Fall, eine zweite Bahn werden wir auf jeden Fall auch zuschließen können, das ist hier wirklich kein Thema. So, so. Eigentlich können die hier weg, ne? So. Dann fangen wir doch prompt mal die nächste Bahn an und ich habe gesagt, wir ziehen das bis nach hinten durch, ne? Oh je, also da habe ich aber was gesagt, du. Na gut. Wenn ich schon was sage, muss ich mich auch dran halten. So, und ich glaube, nach der Erde hier würde ich mal langsam überlegen, die Kurzaufnahme wieder zu beenden. Wie gesagt, war jetzt eigentlich ein Terraforming, aber wir müssen auch damit weiterkommen. Wir haben auch da keine Wahl.
So. Mensch, immer diese Untoten hier, oder? Eieieiei. Immer diese Untoten. Nur diese Untoten. Ihr Untoten, ihr seid tot und nervt. So. Ah, schon sind wir wieder oben. Schön. So, dann können wir bald doch endlich die Türe, Pforten öffnen und hier uns einfach so eine große Weide hinbasteln und die Tierchen endlich in unserem Garten ein wenig herumlaufen lassen. Und dann können wir das kleine Schäfchen da hinten auch endlich adoptieren. Ich meine, selbst das ist ja auch einsam und alleine. Ne? Ne, du kleines Schmuckstück, ja. So. Ich glaube, in der nächsten Aufnahme werde ich auf jeden Fall auch Terraforming machen. Ich glaube, wir werden jetzt einfach das hier zubasteln und dann hat sich das. Und dann haben wir nämlich oben gleich Platz für weitere Gebäude und wir haben... Oh, das war schon. Und wir haben unterhalb auch gleich Platz für weitere Gebäude und im Großen und Ganzen sind dann alle glücklich. Naja, geht ja wieder um einiges, aber erweitert. So. Dann. Gehen wir doch mal schnell aussortieren. So, dich nehme ich wieder mit. 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 Und dich nehme ich wieder mit. Und ab in die Kiste mit dir. Dahin, dahin, dahin. Hierhin und hierhin. Kies kommt hier wieder hin. Die Steinchen waren hier drinne. Ja, ein wenig Cobblestone können wir auch wieder loswerden. Haben wir auch wieder unendlich viel davon. So. Und die Eier legen wir noch weg. So. Gut. Ja, ich würde sagen, wir wandern jetzt einfach mal nach oben wieder. Wir müssen ja noch die Stelle ein wenig ausbauen. Das habe ich ja auch noch gesagt, wollten wir machen. Ist aber auch eigentlich kein Problem. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich dann jetzt einfach schnell und unkonventionell. Und wir sehen uns dann in der nächsten schnellen Aufnahme wieder. Na, die nächste Aufnahme wird hoffentlich länger. Und ja, fröhliches Weiterzocken und wir sehen uns. Tschüss!